Also ich bin eher außerhalb vom Eis eine ruhige Person und auf dem Eis liebe ich es, Körper zum Spielen und natürlich die Scheibe zu haben. Mir gefällt sehr Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins, weil der schön seinen Körper abdeckt und seine Spielweise gefällt mir sehr. Wir haben damals in Ravensburg eine Kooperation mit Lindau gemacht und da wurde mir dann die Nummer 14 zugewiesen und jetzt habe ich beschlossen, die weiterzuführen. Das war in Lindau gegen Sonthofen und das war Heimzuschauern und es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl für mich, einfach quasi zu Hause zum Spielen. 2014 war ich mit der baden-württembergischen Auswahl in Kanada auf einem Turnier und da erinnere ich mich gerne zurück an das Tor, wo ich dort geschossen habe. Also ich höre gerne Musik. Sehr viel Partymusik eigentlich und das pusht mich eigentlich sehr beim Spiel. Ich tape meine Schläger immer vor dem Spiel und ziehe meine Sachen immer von rechts zuerst an. Ja, der hat immer Franz Branntwein Alpa mit einem Würfel Zucker zu sich genommen und das eigentlich vor jedem Drittel. Also ich würde sagen, im Subway oder im Kraftraum. Auf jeden Fall mich gut vorzubereiten für die kommende Saison und mich einfach fit zu halten. Ich freue mich sehr auf die Derbys in Füssen. Ich habe gehört, hier im Stadion geht es immer richtig ab und auf das freue ich mich sehr. Auf jeden Fall meine erste Profisaison beim EV Füssen, mich zu beweisen und allen zeigen, dass ich Eishockey spielen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr Zuschauer wieder ins Stadion dürft und wieder richtig Stimmung bringt.